auch Gruppen, die den Wert der Freiheit unterschätzen. Wir wollen jene neue Gruppe, die jetzt in den Hessischen Landtag einziehen wird, nicht unter Quarantäne stellen. Aber die Wortführer der Grünen müssen wissen, dass die freiheitlich-demokratische Ordnung nicht zur Disposition steht. Sie müssen Klarheit darüber gewinnen, dass die Demokratie Gewalt als Mittel zur Durchsetzung eines politischen Ziels nicht verträgt. Ja, dass die Demokratie sich gegen Gewaltanwendung zu wehren hat. Das Recht für Veränderung und für Reform einzutreten, das haben junge Bürger, weiß Gott, genauso wie wir hier im Bundestag. Aber sie können sich nur legitimieren, soweit sie sich ohne Wenn und Aber zur parlamentarisch-demokratischen Verantwortung bekennen.